kommt ein Mann mit einem Frosch auf dem Kopf zum Arzt. Fragt der Arzt, was haben Sie denn da gemacht? Sagt der Frosch, sehen Sie das denn nicht? Ich habe Schwielen am Arsch. Wie macht man Schokolade? Schritt 1. Man kauft eine im Supermarkt. Das war's. Ja, schön einfach. Wenn man aus Scheiße Gold machen könnte, wäre Gold ein Scheiß wert. Chuck Norris hat mal den Rasen mit einem Nagelschnipser geschnitten. Heute kennen wir als Wüste. Oh, da hat er wohl Langeweile gehabt. Ich frage im Laden eine Verkäuferin, ob die Schuhe gefüttert sind. Ein Kind neben mir schaut ganz betroffen auf die Schuhe und nuschelt. Ich wusste gar nicht, dass man die füttern muss. Deine Mutter ist so fett. Wenn sie ins Kino geht, ist sie neben jedem gesessen. Chuck Norris hat die Aliens entführt. Ja, richtig so. Wie nennt man einen chinesischen Schriftsteller? Zeitung. Sagt eine Mutter zum ihrem Kind. Bin ich schön? Darauf antwortet das Kind. Warum fragst du das, wenn es doch eindeutig ist, dass du hässlich bist? Nettes Kind. Deine Mutter ist so fett, wenn sie auf der Waage steht. Steht da, bitte nur eine Person. Hoffentlich fällt Weihnachten nicht auf Freitag, den 13. Ja, das ist wirklich zu hoffen. Zwei Muffins im Backofen. Der eine sagt, ah, puh, ist heiß hier drin. Der andere, du kannst sprechen? Ist es Kannibalismus, wenn man einen Apfelbaum mit Apfelsaft gießt? Ja, gute Frage. Ein Kumpel und ich rennen zum Zug, ich schaffe es, er nicht. Ich lache, er nicht. Ich sitze im falschen Zug, er nicht. Sitzen ein Pole und ein Türke in einem Auto, wer fährt? Die Polizei. Deine Mutter hebt einen Spiegel im Müll auf und sagt, Igitt, das Bild hätte ich auch weggeworfen. Was ist der gefährlichste Tag eines U-Boots? Tag der offenen Tür. Wie nennt man es, wenn auf einem Friedhof der Winter endet? Frühlingserwachen. Habe mein Praktikum beim ZDF abgebrochen. Reicht fürs Erste. Was kann man von einem Dreieck verwenden? Das Ei. Der Rest ist Dreck. Was steht auf dem Grab eines Mathematikers? Damit hat er nicht gerechnet. Wie nennt man einen kiffenden Delfin? Hi. Was ist gelb und sieht aus wie eine Banane? Meine Banane, was denn sonst? Dürfen Veganer auch Fruchtfleisch essen? Ja, eine sehr gute Frage. Nun, dann danke für eure ganzen Vorschläge. Dies hat mich natürlich sehr gefreut. Dann danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.